Sabatin, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und wie man im Titel unschwer erkennen kann, geht es heute um mein Vorbereitungsseminar. Wer jetzt nicht genau weiß, was ein Vorbereitungsseminar ist: Ein Vorbereitungsseminar ist dafür da, dass man Fragen, die man jetzt noch hat, klären kann und man sich da richtig einstimmen kann. Zumindest war es für mich so. Ich habe mich dadurch richtig eingestimmt. Denn es war so, dass ich, bevor ich überhaupt zu diesem Seminar gefahren bin, noch gar nicht so richtig realisiert habe, dass ich überhaupt jetzt so lange ins Ausland fahre, nach Thailand. Und das war halt schon immer mein Wunsch. Ich habe es halt schon immer geträumt, mal ins Ausland zu fahren. Nachdem ich dann nach Hause gekommen bin, beziehungsweise während des Seminars, habe ich dann echt mal richtig realisiert: Oh Gott, ich war jetzt wirklich bald so lange weg, und das hat mir halt wirklich gut geholfen. Aber fangen wir einfach mal von vorne an. Ich will einfach ein bisschen von meinem Seminar erzählen. Ich hatte mein Seminar im April. Wann genau, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, weil ich ziemlich vergesslich bin und gerade das Datum nicht mehr weiß. Aber ja, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Angefangen hat es eigentlich so, dass wir dann alle, also mehrere von der Organisation, nach Bayern gefahren sind, zu einem Kurort, wo wir uns dann getroffen haben. Ich bin halt mit dem Zug hingefahren, und naja, das Problem war halt schon am Anfang: Mein Zug hatte dann ungefähr 2 oder so Stunden Verspätung, beziehungsweise es gab Komplikationen auf dem Bahnsteig, und eigentlich sollte ich dann nämlich um 16 Uhr da sein, bin aber leider erst um 20 Uhr dort gewesen. Aber ein Glück war ich nicht alleine, denn ich war nicht die Einzige, die zu spät kam. Und Grüße an dich. Dort angekommen sind wir beide dann in die Runde so ein bisschen reingeplatzt, weil die halt schon anfangen mussten. Die konnten ja schlecht auf uns warten. Aber das war nicht so schlimm, dass wir zu spät waren, weil eigentlich habe ich nicht so viel verpasst. Es gab eigentlich nur so ein paar Willkommensspiele, und ich konnte mich ziemlich gut in die Gruppe einfügen gleich. Und wir haben halt so Kennenlernspiele gespielt, und dann habe ich auch mein Zimmer bekommen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz liebe Grüße an meine Zimmergenossen richten. Das war auch sehr schön, mit euch diese Gespräche zu führen. Wisst ihr, weil das Problem ist halt einfach auch, wenn man zu Hause ist, bei sich, die Freunde, die interessiert das zwar eine gewisse Zeit, wenn du mit denen darüber redest, so, ja, ich fliege nach Thailand und bla und so, aber nach irgendeiner Zeit ist es halt irgendwann für die auch langweilig, und so konntest du mega lange darüber reden, und das hat halt wirklich Spaß gemacht, weil wenn du so eine Vorfreude hast, wenn du dich wirklich so mega freust, wie ich es tue, dann redest du halt einfach viel, weil ich wollte halt schon, seit ich klein bin, einen Schüleraustausch machen, und ich freue mich halt wirklich sehr, diese Chance jetzt zu haben. Das Coole an meinem Seminar war halt auch, dass ich sozusagen mit verschiedenen Ländern mein Seminar hatte. Also es war halt nicht so, dass nur die Thailänder dieses Seminar hatten, also die Leute, die nach Thailand fahren. Dafür sind es auch zu wenig, weil wir sind dieses Jahr nur 2 Leute aus meiner Organisation, die nach Thailand fahren. Sondern es waren halt noch andere Länder dabei, wie Costa Rica, Ecuador, Australien, Kanada, China, Südafrika, ja, und wie gesagt Thailand. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Es war halt wirklich mega interessant, auch zu erfahren, was die anderen so machen, beziehungsweise wie das in ihren Ländern so ist. Das Gute war auch, dass wir eine sehr kleine Gruppe waren. Wir waren, glaube ich, geschätzt 20 ungefähr, und ich dadurch mit jedem ein übel gutes Gespräch führen konnte und man sich super austauschen konnte. Aber jetzt erst nochmal zu diesen Programmpunkten, was wir dort richtig gemacht haben. Und zwar haben wir Gruppen gehabt. Wir hatten einmal eine große Gruppe mit allen zusammen, wo wir viele Fragen geklärt haben, zum Beispiel wie man sich in der Gastfamilie verhalten sollte jetzt, und viele Fragen über die Gastfamilie geklärt. Man konnte selber Fragen stellen, weil es waren halt Leute da, die selber im Ausland schon waren, die Teamer sozusagen, und die haben uns sehr gut weitergeholfen. Und dann gab es aber noch eine Kleingruppe, dort wurden wir in verschiedene Grüppchen aufgeteilt, und es war wirklich auch sehr interessant. Viele Grüße auch an meine Kleingruppe, wenn ihr das jetzt seht. Man konnte viele Fragen, die man sich jetzt zum Beispiel nicht getraut hat in der Gruppe oder wo einfach zu wenig Zeit war, das alles in der großen Gruppe zu klären, konnte man ziemlich gut in der Kleingruppe klären. Aber wir haben natürlich nicht nur diese Programmpunkte gemacht, sondern wir haben uns auch so beschäftigt. Einfach mal so 100 Großkinder und Lisa auf dem Spielplatz. Und wir haben ein Trampolin! Oder auch so. Wir konnten sogar ein Lagerfeuer machen, das war sehr cool. Wir haben draußen gegrillt und haben am Ende auch eine Talentshow gemacht, die echt lustig war, weil obwohl wir halt nur ein paar Tage zusammen waren, fand ich, dass man sich am Ende so ein bisschen wie in einer Gemeinschaft gefühlt hat. Und das war wirklich sehr unterhaltsam, und
Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und die Leute waren alle super nett und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, die meisten davon wieder bei meinem Nachbereitungsseminar wiederzusehen. Ganz liebe Grüße an alle von meinem Vorbereitungsseminar, die das sehen. Ihr seid super. Wir haben auch ein T-Shirt bekommen, was ich sehr cool finde. Ich wollte die ganze Zeit ein T-Shirt haben. Das ist das T-Shirt. Das soll ich halt während der Fahrt anziehen, damit ich nicht verloren gehe, eventuell, weil ich fliege ja auch alleine und dann wäre das sehr praktisch. Ja. Auch an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Lisa. Man sieht sie auch auf diesen Videos. Schaut unbedingt mal bei ihrem Blog vorbei. Sie schreibt auch einen Blog. Sie fliegt nämlich nach Costa Rica. Das ist auch mega spannend. Natürlich ist der Link wieder unten in der Infobox. Das war mein Video über mein Vorbereitungsseminar. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet viele interessante Sachen daraus mitnehmen. Und ja, vielleicht hat es euch ja weitergeholfen oder ihr habt euch unterhalten gefühlt. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal einfach wieder. Und ich wünsche euch noch einen frischen Tag und... was auch immer.